Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute, und wir sind mittlerweile in Mission 13 der... Moment, Mission 13? Ich muss mal zählen. 6, 7, 8, 9, 10, 12, ja, Mission 13 der Gegenschlagkampagne. Es ist nicht mehr lange, Leute. Und ja, da würde ich sagen... Machen wir ja direkt mal weiter. Grunjew-Revolution. Aha. Interessant, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, genießen wir einfach mal direkt die Cutscene von dem geilen Russen hier. Okay. Rebellion's Revolution betrayal. Our people, Colonel, are becoming more of a problem than our enemies. Now, there's a mission for you. Ist wieder auf Englisch. Make our people love us or die. These papers will instruct you to crush one of our own towns into submission. Put down a faction of our own military that threatens us with biological warfare. To assassinate the spies in our midst. To annihilate an entire province. Men, women and children. Who contest our Soviet might. They say, don't tell us what to do. So, we must kill them. This time, comrade, we drink. Typisch Russe, ey. Schön Wodka. Okay. Aber es war irgendwie komischerweise wieder auf Englisch. Ne? Das ist irgendwie so ein Bug hier. Keine Ahnung. Jedenfalls waren ja die Untertitel drunter, damit ihr da nach wie vor folgen könntet. Gut, Leute. Es geht also um Cyborgs. Die Cyborgs der Provinz Grunjew haben sich gegen das sowjetische Vorgehen in Westeuropa erhoben. Bringen Sie sie zum Schweigen. Schicken Sie Truppen in das Gebiet und eliminieren sie alle Dissidenten. Berichten zufolge könnten sie gut bewaffnet sein, doch gegen die Macht des Sowjetreichs wird ihnen auch das nicht helfen. Sorgen Sie dafür, dass dies als Beispiel für alle anderen dient. Eliminieren Sie alle. Ja, Sir. Limitierte Einheitenmission, aber keine Zeit. Okay. Oh! Was ist das denn? Was ist das denn für ein Typ hier? Agent Delphi! Oh mein Gott! Was zur... Was zur... Achtung, Nordwesten für Verstärkung. Was? Was zur... Was soll das denn? Da war eine Atombombe! Oh mein Gott! Okay. So. Der Mammut, der schafft das schon. Nordwesten für Verstärkung. Okay. Was zur... Wow. Was war das denn für ein Anfang, ey? Haben die eine Atombombe? Nordwesten? Huh? Ah! Volle Ladung. Jawohl. Leute. Die haben noch Nordwesten gesagt. Oh, Tesla. Tesla-Sachen. Geil. Was? Mammutpanzer? Okay, interessant, Leute. Die haben Mammutpanzer. Warum haben die Mammutpanzer? Okay, krass. Ja, gut. Was haben die... Was ist... Was so... Wieder so interessante Einheiten hier, ey. Ich glaube, dieses Add-on ist das Add-on der interessanten Einheiten. Also wirklich. Wir wollen kein Teil des Regimes sein. Ja, wir aber. Wir aber, wirklich. Gut, dann haben wir ja, würde ich sagen, mal hier, ein bisschen was, Platz, um uns hier aufzubauen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal hier unten. Dieses Dorf mal platt. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Der braune Spieler, ja. Der braune Spieler. So, so. Ich verstehe schon, Leute. Der hat diese Russenwaffen. Verdammt. Ah, okay. Wo soll ich meine Einheitenproduktion hinmachen? Ja, machen wir die mal. Machen wir die mal hier hin. So, einmal Großkraftwerk.
Wo geht es hier noch hin? Ist hier ein Weg? Da ist tatsächlich ein Weg, ne, Leute? Tatsächlich. Da muss ich mich also von zwei Seiten verteidigen. Ach, doof. Gut, egal. Machen wir das einfach mal. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Mix auch noch, ja. Freue mich, dass ihr dabei seid hier bei Command & Conquer Remastered. Was zur Hölle? Und hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Wie wir hier die Add-on-Kampagne von den Sowjets erleben. So. Wir haben keine Chance. So, Leute. Was zur... Ey. Eiserne Vorhang? Ja, natürlich, Leute. Eiserne Vorhang. Ihr seid ja wohl nicht ganz dicht, ey. Ihr habt sie nicht mehr alle, wirklich. So, macht die direkt platt da. Immerhin halten die nicht so übelst viel aus. So, Leute, dann Radarstation und dringend Flachs gleich. Dringend Flachs. Die nerven ja übel. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, baue ich mal noch einen zweiten Sammler. Ja klar, komm. Die mit ihrer Energie. Fallschirmbomben. Bitte was? Das sind meine Waffen. Seid ihr eigentlich total bescheuert, Leute? Das sind meine Waffen. Na gut, wir können immerhin alles bauen. Das ist auch schon mal geil. Boah, ich brauch da gleich... Brauch da eine Flak hin. Ist mir jetzt zu nervig. So. Liebe Leute, dann baue ich gleich die Flugfelder. Hier oben wäre besser gewesen, die Basis. Ne? Naja, gut. So, jetzt baut er die Flak hin, Mann. So. Du nervst. Alles klar. Dann Werkstatt. So. Und ja, Leute, hoffe ich, dass es euch nach wie vor hier gut geht. In Zeiten von Corona. Mir geht es nach wie vor gut. Erzählt mal, wie ihr so durchkommt. Also, es ist ja gerade keine einfache Zeit. Ja. Erzählt mal. Würde mich sehr interessieren, wie ihr da das erlebt hier. So, dann einmal Flugfeld, bitte. Ich hoffe ja nach wie vor, dass es dieses Jahr ein gescheites Silvesterfest geben kann. Weil ich möchte zwar dieses scheiß 2020 einfach gebührend verabschieden. Sicherung ein, genau. Der Typ hier, ey. So. Starthilfe gefällig. Schon geil. So, schon geil. So, dann würde ich sagen, bauen wir Mix. Machen wir 4 Mix. So. Dann stehen hier meine Flugfelder. Sehr schön. Oh, jetzt kommt er wieder da mit seinen Drecks. Mannequin an da. Du nervst. So. Vergiss es. Das schaffst du nicht, Junge. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, weiteres Großkraftwerk und Tesla-Spulen. Definitiv. Und am besten noch mehr Flachs. Und ich habe hier aber irgendwie keinen Platz. Irgendwie habe ich hier keinen Platz. Das ist gerade blöd. Aber gut, Leute, egal. Ja, ich habe mich hier falsch aufgebaut. Das ist das. Ich habe mich hier falsch aufgebaut. Naja, egal. Liebe Leute, also diese Mission geht tatsächlich nicht gegen die Alliierten. Geht gegen Zivilisten. Zivilisten mit krassen Waffen. Ja, das ist irgendwie... Oha, schaut euch das an, die Flammenwerfer. Die Zivilisten. Da ist Geld! Seht ihr das? Das habe ich mir schon fast... Das habe ich mir doch gewünscht hier, dass es hier Geld gibt. Ah, komm mal, die Tesla dahin. Das war jetzt scheiße aufgebaut, ne? Ich weiß. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ja gut, dann machen wir hier vorne weg, dann kann ich ja die Energiefläche hinbauen. So, da unten. Wacko, wacko, ach ja, liebe Leute, das macht Spaß. Das macht Spaß hier schön am Sonntagnachmittag. Command & Conquer Remaster zu zocken. Jawohl. Warum habe ich kein Spionageflugzeug? Wollt ihr mich eigentlich kackeiern? Ja gut, dann versuch mal das da. Oh, da ist die Basis.
Da ist die Basis schon, okay. Interessant, ja dann, dann zieht euch mal zurück da, scheiße. Ein Tesla-Panzer ist schon weg. Ich kann die aber nachbauen, das ist schon mal sehr gut. Was zur... Ach, Leute. Ihr nervt euren scheiß Minikinder. So. Hey, ihr Revolutionäre hier. Das hat noch nie was gebracht. Sich gegen eine Obrigkeit zu wehren. So, dann bräuchte man noch ein paar Tesla-Trooper. Leute, wir können Tesla-Trooper bauen. Oh mein Gott. Voll auf Tesla-Einheiten hier, ja. Das ist der Plan. So, Leute. Würde ich sagen, werde ich mal mit dem... Oha, oha. Werde ich mal mit dem ein bisschen erkunden, wollte ich gerade sagen. Der sackt sich Edelsteine ein, ne? Schmutte! Atombombe! Oh mein Gott. Ja, okay. Hör mal auf bitte mit der Einheitenproduktion. Ich brauche noch Hubschrauber. Leute, ich brauche noch Hubschrauber. Sammel du mal bitte da. Und ja. Liebe Leute. Wie gesagt, ich habe hier meinen Spaß. Schöne Einheitenproduktion hier. Ja, sehr geil. So, dann würde ich sagen, packe ich die mal da oben hin. Die vier Hubschrauber, die passen hoffentlich hier unten rein. Wenn nicht, das wäre kacke. Leute. Aber ich bin da irgendwie zuversichtlich. So, Tesla-Einheiten, kommt mal bitte hier vorne hin. Blockiere mal da bitte den Weg da. So, Sammler, du kannst doch hier unten sammeln. Am besten aber nicht einzeln. So, Licht aus. Schaltet das Licht aus, Leute. So. Was? Was saftig? Oh, scheiße. Das ist jetzt natürlich... Okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Scheiße, dass da noch diese blöden Mannequin da kommen. Ha, der Sammler ist weg. Geil. Und keine Chance. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass da diese blöden Mannequin nochmal rauskommen. Verdammt nochmal. So. Baue ich da jetzt noch eine Flak hin. So. Ja, dann baue ich da jetzt eine Flak hin. So. Dann kann er da auch nicht mehr nerven. Wir brauchen tatsächlich Silos. Okay. Gut, dann baue Tesla-Einheiten. So. Sehr schön, Leute. Wir haben Tesla. Tesla Power hier. Richtig geil. So. Diese Mammuts. Da sind noch Mammuts, ne? Ja, dann nimm die mit. Puh. Und schon habe ich kein Geld mehr. Eben wollte der Typ Silos haben. Jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Aber gut, nicht schlimm. Leute, nicht schlimm. So, dann. Ich bräuchte eigentlich mal so eine kleine Scout-Einheit hier. Ja, bleib mal da stehen einfach. Kann ich ja diesen Tesla-Panzer verwenden, ne? Die sind ja relativ flott. Wo denn? Ah, hier. Was ist das? Hä? Okay. Ah ja, minus 10. Das geht. Das geht, Leute. So. Cool, dann würde ich sagen, cruisen wir mal ein bisschen hier mit unserem Tesla-Panzer rum. Das ist ja richtig geil. Was habe ich da für eine Einheit? Was zur... Die haben Raketenwerfer. Oh mein Gott. Bitte was? Seit wann haben die Raketenwerfer? Jetzt schieß doch. Was zur... Darauf war ich ja gar nicht vorbereitet. Alter Schwede! Ach, Leute! Was? Er schießt hier noch? Okay, dann fahr den platt. Gottes Segen, komm. Ja, sehr schön. Oh, was war das denn? Was war das denn? Das war ja mega krass. Da haben die einfach hier eiskalt die Mix platt gemacht, ey. Oh Mann! Was war das denn? Da habe ich null mitgerechnet, ey. Wirklich null. So, mach da mal einen raus. Da habe ich echt gar nicht mitgerechnet, dass der von da unten kommt, ey. Das war ja mies.
So ein feiges Stück. Also wirklich. So ein feige Sau. Ha! Konstruktion abgeschlossen. Oh, schaut mal, was ich da gesehen habe. Die Energie, Leute. Die können wir doch platt machen. Genau, sehr gut. Ah, die funktioniert noch? Warum funktioniert die noch? Dem Tesla spulen. Verstehe. Wer schießt hier? Gut, Leute, egal. Dieser Sammler. Muss ich mal bitte diese Edelsteine da. So, Leute. Da muss ich hier mal wieder nachbauen. Ey, was ist denn hier los? Ah, es ist Stalin wieder. This is Statistics. Genau. Die coole Socke, ey. So, mach den weg. Und zack. Was war das? Was zur Hölle? Warum war das Flugzeug rot? Was ist das denn? Ich hab's noch nicht gespeichert, ne? Was ist das denn? Was zur... Was ist das denn? Bitte was? Was ist das denn? Alter! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Ja, toll. Der macht mich hier, der reißt mich hier auseinander, ne? Ich habe kein Geld mehr zum Reparieren. Hä? Was? Warum das denn jetzt auf einmal? Ich dachte, die hat mich geplatt gemacht. Hä? Hä? Naja, gut, okay. Auf einmal. Krass. Abschließend Grunjew-Revolution. Ich dachte, ich muss alles platt machen. Aber okay, cool, Leute. Das war ein überraschendes Ende. Okay, super. Das war geil. Ich dachte, ich bin platt. Und, eine grüne Karte, sehr schön. Ich dachte, ich bin platt, aber da habe ich auf einmal Einsatz erfolgreich. Ja, geht natürlich auch. Ah, wieder eine Musik, Leute. Journey. Ein unveröffentlichter Track. Diesen besonderen, stimmungsvollen Track hat Frank Van vor einer Weile ausgegraben. Er wurde während der Entwicklung der Alarmstufe Rot-Erweiterung gegen Angriff geschrieben. Zwar passte er mit seiner tollen Atmosphäre sehr gut zu den anderen Tracks der Reihe, doch er wurde entweder abgelehnt oder passte nicht mehr auf die Disc. Was? Ist eine coole Musik. Sowas Chilliges, okay. Gut, Leute, ja, das war gerade echt. Das war gerade geil. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, nächste Mission hier, Waffenbrüder. Direkt rein, zack. 7 Minuten haben wir noch. Da wollen wir noch was erleben hier. So, liebe Leute, die Gebrüder Molotow. Molotow-Cocktail. Bekannte Waffenhändler unserer Genossen im Ausland werden verdächtigt, auch den Alliierten Waffen zu liefern. Allein der Gedanke ist absurd, doch die Brüder haben Zugang zu sensiblen Informationen, weshalb wir die Wahrheit erfahren müssen. Infiltrieren Sie das Gelände mit Ihrem Spion und überwachen Sie die Aktivitäten der Gebrüder Molotow. Okay. Sollten Sie zusätzlich mit den Alliierten handeln, müssen Sie zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren, Verstärkung anfordern und den Verrätern ihre gerechte Strafe zukommen lassen. Eine tödliche Strafe. Okay, Spion-Mission. Mit Hunden. Na toll. Na toll. Und ich weiß natürlich nicht, wo ich hin muss hier. Ach du Heilige, das sind doch Russen. Ja, ja, eben, das sind doch Russenpanzer. So, ich muss hier irgendwas infiltrieren. Bruder, komm her, die Wachen haben gemeldet. Haben Sie etwas von unseren Kunden gehört? Sehr gern. Die verlangen mittlerweile zu viel, was? Okay. Lieber unter vier Augen, kommen Sie. Gebäude. Da muss ich rein? Okay. Da muss ich rein, okay.
So, Informationen zur Truppenbewegung. Also, Juris Rache. Truppen, die sich an östlichen Grenzen versammeln. Hey, wer ist das? Er gehört nicht zu uns. Fordern Sie Verstärkung an. Halten Sie ihn auf, lassen Sie die Hunde los. Nein! What? Wie soll ich das denn machen? Scheiße. So schnell kann ich doch gar nicht klicken, hör mal. Lass die Hunde los, ja. Toll. Sind wir jetzt hier bei Mr. Burns oder was? So. Infiltrieren Sie sich, erwarten Sie die Verstärkung anfordern, ja toll. Frage ist halt, wo fordere ich Verstärkung an? Belauschen Sie die Gebrüder Molotow, das ist ja geil. Das ist eine geile Mission, ey. So. Allerdings brauche ich hier Verstärkungstruppen. So, Molotow-Cocktail. So. Okay. Spion. So. Die verlangen mittlerweile zu viel. Lieber unter vier Augen, okay. Gebäude infiltrieren. Und wenn die Hunde mich da jetzt wieder kriegen, ne? Und sonst Truppenbewegung, bla bla bla. Frage ist halt, wie komme ich da raus, ohne dass ich gefressen werde? Hey, wer ist das? Er gehört nicht zu uns. So. Fordern Sie Verstärkung und lassen Sie Hunde los. Oh. Oh, Gott sei Dank. Boah, ich hab's geschafft. Daniel, Sie Idiot, Sie haben die Hunde getötet. Okay. Nein! Oh. Shit. Scheiße. Mann. Ja, okay. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich da raus kann. Oh Mann. Ich muss einfach direkt klicken. Interessant. Interessante Mission, ey. Wirklich. So, gut. Dann weiter geht's, ey Mann. Weiter geht's hier. So. Bisschen James Bond spielen hier, so. Alles klar. Dann muss ich da echt diese Fässer hier anwenden, ja. Hallo Molotow. Komm her, die Wachen haben gemeldet, dass vor kurzem ein Flugzeug vorbeiflog. Vorbeifliegende Flugzeuge kümmern mich nicht. Was? Okay. Ja, dann redet mal schneller. Kommt. Gebäude infiltriert. Und da rein. Okay. Sehr gut. So, infiltriert. Truppenbewegung. So, dann ich speichere das jetzt mal, damit ich nicht immer diesen Weg hier noch gehen muss. 2 Minuten noch, Leute. Truppen, die sich an den östlichen Grenzen. Ja, aber wo muss ich denn hin mit dem Spion? Hey, wer ist das? Er gehört nicht zu uns. Ja, so. Dann lauf direkt runter. Direkt runterlaufen. Direkt runterlaufen. Oh, Gott sei Dank. So. Okay. Muss ich hier wieder raus oder was ist da los? Sie haben die Hunde getötet, ja, ja. Ich kann. Nee, okay. Spielladen. So, Spielladen. Nee, da war es nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, muss ich ehrlich sagen. Die Hunde, die kommen und killen den Spion. So. So. Dann jetzt nochmal hier raus. Direkt raus hier. So, los. Alter. So. Sie Idiot, sie haben die Hunde getötet. Ja, ja. So. Muss ich jetzt hier rein oder was? Hm, auch nicht. Wo muss ich denn hin? Das kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn die Verstärkung anfordern? Verdammt nochmal. Also das würde ich schon gerne noch rausfinden. Bevor ich ja die Folge beende. Ja, ein Versuch noch. So. So. Und die Hunde. So. Das war, glaube ich, zu spät, oder? Nein, nein, das war schon richtig. Okay. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss. Da kommen die Hunde und die killen mich. Gut, Leute, da würde ich sagen, finden wir das nächste Mal raus. interessante Mission auf jeden Fall. Und ja, liebe Leute,
Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und lasst die Glocke klingeln. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.